Kleines Beispiel. Auch ungelebtes Leben geht zu Ende. Zwar vielleicht langsamer, wie eine Batterie in einer Taschenlampe, die keiner benutzt. Aber das hilft nicht viel. Wenn man, sagen wir einmal, diese Taschenlampe nach so und so vielen Jahren anknipsen will, kommt kein Atemzug Licht mehr heraus. Und wenn du sie aufmachst, findest du nur deine Knochen. Und falls du Pech hast, auch diese ganz zerfressen. Da hättest du genauso gut auch leuchten können. Ihnen und euch allen ein ganz herzliches Willkommen zum Impuls um 11:30 hier aus der Augustinerkirche in Würzburg.
Vor einigen Jahren verfasste eine australische Palliativpflegerin ein Buch über die Dinge, welche die Menschen, die sie im Laufe vieler Jahre in ihrem Sterben begleitet hatte, am Ende ihres langen Lebens am meisten bereut haben. Vielleicht ahnen Sie es schon. Nicht die Dinge, die sie gesagt oder getan hatten, lastet ihnen schwer auf den Herzen, sondern all das, was sie glaubten, in ihrem Leben versäumt zu haben. Verpasste Chancen, Träume, die erst verschoben und dann irgendwann aufgegeben wurden. Empfindungen und Wünsche, die unausgesprochen blieben. Worte, die durch Zeitablauf unmöglich wurden. Neben dem Bedauern, zu viel gearbeitet und dabei zu wenig Zeit gefunden zu haben für die Familie und die Pflege guter Freundschaften, hörte die Krankenschwester von den sterbenden Menschen, die sie betreute, am häufigsten folgenden Satz: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Sie berichtet von Menschen, die sich selbst stets zurücknahmen und ein Leben lang nichts anderes taten als das, was von ihnen erwartet wurde. Oder, vielleicht noch treffender gesagt, die das lebten, von dem sie glaubten, die Gesellschaft, ihr Umfeld und ihre Familie würden es von ihnen erwarten. Die sich erst arrangierten und dann mit vielem für immer abwandten. In seinem Gedicht »Kleines Beispiel« spricht uns der Lyriker Erich Fried Mut zu, unser eigenes Leben zu leben, zu leuchten, in unserer Welt ein Glanz zu sein. Das Leben nach unseren eigenen Maßstäben zu leben und nicht in den Schablonen anderer, das braucht zweifelsohne Mut. Das eigene Leben und nicht die Erwartungen anderer leben zu wollen, kann auch bedeuten, aufzufallen und aus der Reihe zu tanzen. Vielleicht macht uns diese Vorstellung Angst, weil wir doch nirgends anecken und die Menschen, die uns lieb sind, in ihren Hoffnungen und in den Bildern, die sie von uns haben, nicht enttäuschen oder mit unserem ganz anders sein vor den Kopf stoßen wollen. Doch mal ehrlich, was kann uns schon geschehen? Wir leben heute, alles in allem, in der liberalsten Verfassungsordnung, die dieses Land je gekannt hat. Unsere persönliche Freiheit, so zu leben, wie wir selbst es für richtig halten, findet ihre Grenze erst und allein in den Rechten und Freiheiten der anderen. Überkommene Konventionen in Gesellschaft und Kirche, die Lautsprecher der öffentlichen Moral und ihre diffusen Vorstellungen von dem, was richtig ist und was nicht, was gottgefällig ist und was Sünde, besitzen in unserem freien und demokratischen Verfassungsleben hingegen nicht einen Funken Legitimation, unsere Freiheiten zu beschneiden und uns Vorschriften zu machen, wie wir zu leben und wen wir zu lieben haben. Niemand kann uns seine Meinung, seinen Gott oder seine Art zu leben aufdrängen. Unsere Verfassung und die Gesetze, die auf ihrer Grundlage erlassen wurden, sichern jedem Einzelnen von uns einen weiten Rahmen zur freien und selbstbestimmten Entfaltung unserer Persönlichkeit ab. Und geben uns gleichzeitig auf, in unserer Gesellschaft Verhaltensweisen und Lebensentwürfe, die nicht die unseren sind, wenn nicht zu akzeptieren, dann doch wenigstens auszuhalten. So fremd, abseitig und schrill sie uns vielleicht auch erscheinen mögen. Andere sein lassen zu können, wie sie sind, ohne sie ändern und verbiegen zu wollen, das ist letztlich nichts anderes als ein Reflex auf die von uns selbst in Anspruch genommene Freiheit, so zu leben, wie wir es wollen. Wo früher Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gesetzlich zementiert waren, schützt das Recht heute unsere Selbstbestimmung und freie Entfaltung in allen Lebensbereichen, im Beruf wie im Privatleben. Wo noch in der jungen Bundesrepublik verheiratete Frauen der Zustimmung ihres Ehemanns zur Aufnahme einer Berufstätigkeit oder auch zur Eröffnung eines eigenen Bankkontos bedurften, gibt es seit 1969 die völlige rechtliche Gleichstellung der Frauen im Geschäftsverkehr. Reformen im Familien- und Eherecht der 70er Jahre verwirklichten die Gleichberechtigung schließlich auch auf diesem Gebiet. Im Arbeitsrecht wirkt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbotenen Diskriminierungen am Arbeitsplatz entgegen.
wo Homosexualität bis 1994 noch unter Strafe stand, ermöglicht das deutsche Familienrecht heute gleichgeschlechtlichen Paaren die Eheschließung und mit der gemeinschaftlichen Adoption von Kindern auch die Gründung einer echten Familie. Noch einmal also, der Rahmen ist gesetzt. Es liegt an uns, diesen Rahmen auch mit Leben auszufüllen. Tun wir es nicht, dann bleiben die Gewährleistungen unserer freiheitlichen Verfassung letztlich nur leere Worte. Die gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sind bei weitem nicht so selbstverständlich, wie viele von uns glauben möchten. Tag für Tag müssen wir um ihre Geltung und um ihren Bestand ringen. Gegen die ängstliche Intoleranz jedweder Couleur und ihren empörenden Zugriff auf unsere Art zu denken und miteinander zu leben, können wir uns nur schützen, indem wir zu unseren Überzeugungen stehen, zu dem, wer wir sind und was wir sein wollen. Und das nicht nur um uns selbst willen, sondern auch um anderen in unserer Gesellschaft Raum zum Sein zu geben. Unsere Freiheit wird nicht dadurch bedroht, dass wir einige Wochen lang auf Restaurantbesuche und Diskotheken verzichten und im Supermarkt Masken tragen müssen. Unsere Freiheit wird nicht dadurch bedroht, dass wir Geflüchteten aus Syrien, Irak und Afghanistan in unserem Land Heimat bieten. Nein, unsere Freiheit wird dadurch bedroht, dass wir uns nicht trauen, sie zu leben. Wie oft begnügen wir uns doch mit der bloßen Illusion von Freiheit und Individualität? Rennen Trends hinterher, schwimmen mit im Mainstream von Musikgeschmack und Zeitgeist. Verstecken aus Angst vor Spott und Ausgrenzung hinter Masken unser wahres Ich, unsere Sehnsüchte, unsere Gefühle. Stellen unser Selbst, trotz Karriereplanung und Selbstoptimierung, doch ganz hinten an. Verschieben unsere Träume von heute auf morgen und immer weiter, bis es eines Tages kein Später mehr gibt. Aber es sind keineswegs nur verbindlich geglaubte Erwartungshaltungen, vermeintlich festzementierte Rollenbilder und scheinbar in Stein gemeißelte gesellschaftliche Vorgaben, die uns daran hindern können, zu uns selbst zu finden und unser eigenes Leben zu leben. Auch wir selbst können uns dabei ganz schön im Weg stehen. Hineingeworfen in ein Leben, das kaum mehr materielle Sorgen kennt, sind wir heute Tag für Tag in Beruf und Freizeit mit einer schier überfordernden Überfülle an Möglichkeiten und Angeboten konfrontiert. Wir wollen etwas aus unserem Leben machen, möglichst jede Chance ergreifen und bloß nichts verpassen. Und werden doch ständig vor Entscheidungen gestellt, die einmal getroffen andere mögliche Wege doch wieder verschließen. Kleinere und größere Lebensentscheidungen, von denen wir oft erst im Nachhinein sagen können, ob es die richtigen waren. Kein Wunder also, dass wir oft lieber vage und unverbindlich bleiben und uns alle Optionen möglichst lange offen halten wollen. All diese Gedanken über die Verrücktheiten des Lebens und unsere Entscheidungen, die es prägen, die finden sich auch in Milan Kunderas Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«, das ganz sicher zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehört. In unsicheren Zeiten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges lernt Thomas, ein erfolgreicher Prager Chirurg, die Serviererin Teresa kennen. Schwer verliebt, weiß der Frauenheld und ewige Junggeselle auf einmal nicht mehr weiter. Man kann nie wissen, was man wollen soll, weil man nur ein Leben hat, das man weder mit früheren Leben vergleichen noch in späteren korrigieren kann. Ist es besser, mit Teresa zu leben oder allein zu bleiben? Es ist unmöglich zu überprüfen, welche Entscheidung die richtige ist, weil es keine Vergleiche gibt. Man erlebt alles unmittelbar, zum ersten Mal und ohne Vorbereitung. Wie ein Schauspieler, der auf die Bühne kommt, ohne vorher je geprobt zu haben. Was aber kann das Leben wert sein, wenn die erste Probe für das Leben schon das Leben selber ist? Aus diesem Grund gleicht das Leben immer einer Skizze. Auch Skizze ist nicht das richtige Wort, weil Skizze immer ein Entwurf zu etwas ist, die Vorbereitung eines Bildes. Die Skizze unseres Lebens hingegen ist eine Skizze von nichts, ein Entwurf ohne Bild. Einmal ist keinmal, sagt sich Thomas. Wenn man ohnehin nur einmal leben darf, so ist es, als lebe man überhaupt nicht.
In seinen Betrachtungen über das ewig Skizzenhafte und zugleich doch immer Endgültige unseres Lebens finde ich mich bei Thomas durchaus wieder. In seinem Schluss hingegen nicht. Ich will mich nicht damit abfinden, dass einmal keinmal und die flüchtige Zeit unseres Lebens doch letztlich bedeutungslos ist. Das Wissen um unsere Sterblichkeit ist Condition humaine, eine Begrenztheit, die uns erst zum Menschen und unser Leben wertvoll macht. Sicher, am Ende werden Bücher bleiben, die wir nicht mehr gelesen haben, Länder, die wir nicht mehr bereist haben, Chancen, die wir verpasst, Briefe, die wir nicht geschrieben und Worte, die wir nicht gesagt haben. Trübe Aussichten und Grund zu resignieren? Ganz im Gegenteil. Es ist Anlass genug, uns endlich etwas zuzutrauen und uns nicht länger zu vertrösten, sondern besser heute als morgen damit zu beginnen, in unserem Leben zu leuchten und das zu lieben, was wir sind.